Hey ho, hallo Leute, meine liebe Freunde der Pokémon TCG World. Heute Nachmittag, nach dem gestrigen Nachmittag, der eigentlich Wahnsinn war, mit dem Opening über den lieben, vom lieben Pokémon Martin mit den wahnsinnigen Acrylschutzboxen, wo ihr eure Lieblingskarte in einem Toploader, natürlich in die Perfect Size Sleeve, dann in die normale Sleeve, dann in den Toploader auch noch zusätzlich in diese wahnsinnig mega krassen Acrylschutzboxen vom Pokémon Martin einfügen könnt. Haben gestern gesehen. Wer es nicht gesehen hat, schaut euch das Video von gestern gerne nochmal an. Schreibt gerne, habt keine Angst, schreibt eure eigene Meinung dazu unter das Video. Abonniert auch den Pokémon Martin gerne. Ich habe euch gestern die Codes und den Namen gesagt. Pokémon Martin XD auf Instagram. Schreibt ihn gerne an, wenn ihr auch Interesse an sowas habt. Und heute geht am Donnerstag natürlich weiter mit dem nächsten Kauf, den Pokémon hier getätigt hat. Ich habe den Namen gestrichen. Das heißt nämlich, dass dieser gute Verkäufer nicht genannt werden möchte. Das ist vollkommen okay, denn Pokémon handelt nur in eurem Interesse. Und wenn ihr etwas nicht wollt, dann geschieht das einfach auch nicht. So, ich schneide das jetzt mal ganz grob auf. Meine Adresse, könnt ihr ruhig sehen, ist irrelevant. Ich freue mich über jeden Besuch, der hier ankommt. Es muss halt nur zeitlich passen. Let's go. So, dann haben wir hier einmal French Dressing. Okay, come on. Auch eine super Package für Pokémon-Karten. Und ich weiß immer noch nicht. Ah, ich weiß wieder. Das ist nämlich vom Guten und Lieben. Jetzt haben wir hier natürlich drin ein Highlight, wofür ich auch meine Acrylschutzboxen benötige. Denn ich habe mich nicht lumpen lassen und habe hier zu einem Preis, den ich euch natürlich nicht nennen werde, aber geschenkt bekommen habe ich sie nicht. Warum ich sowas nicht geschenkt bekomme, werden wir gleich sehen. Ihr wisst, Pokémon, die sammelt seine Acryl in seinen Acrylschutzboxen auch einzelne Booster. Und ich glaube, ich kann ab Nacht im Flammen kann ich ziemlich mit jedem Booster dienen, der auf dem Markt war. Und ich habe hier einmal Booster erhalten, 4 Stück, natürlich für 4 Cover Artworks, die es zur Zeit vor Nacht in Flammen, Sonne und Mond gab. Und die werden wir jetzt aufmachen. Wenn wir Pros unter uns haben, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen am Background, welche Booster das sind. Natürlich ist alles deutsch. Denn ihr wisst, auch wenn es um Acrylschutzboxen-Inhalte geht, versucht Pokémon alles in Deutsch zu haben. Nur gegradete Karten sind dem Pokémon sprachlich gesehen egal. Man muss sich ja irgendwo eine Linie setzen, die man jetzt weiter verfolgt. So, und jetzt haben wir viel gequatscht um die 4 Booster. Natürlich habt ihr es schon gesehen. Haben wir hier nämlich 4 Booster XY. Schicksalsschmiede, let's go! Die habe ich natürlich erworben. Die werde ich aufmachen, mein Schatz. Haben wir hier falsch herum. Lugia, come on, was ist los mit dir? Ein mächtiges Simsala, das glaube ich das Mega Simsala. Ein Lugia mit Zygarde und jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen. Come on, ich habe den Namen vor Auge. Fings, Phoenixes und genau. Oder war das von Routena? Let's go! Haben wir diese 4 Booster XY Schicksalsschmiede OVP erhalten, in Deutsch, welche auch OVP bleiben werden. Denn diese 4 Booster werden in Acrylschutzboxen eingesaved, sage ich jetzt mal. Und um sie so auf ewig jung zu halten. Leute, denn das war wieder ein Kauf für meine OVP-Sammlung. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt gerne eure Kommentare unter das Video, egal ob positiv oder negativ. Ich freue mich über jeden Kontakt mit euch. Leute, und bleibt am Pokéball, schaltet wieder ein und morgen geht's weiter. Let's go, euer Pokémon, come on!